und ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Dieses Mal wird es der erste Urlaubsvlog, also wir sind bloß 2 Tage weg. Ihr habt schon einen kleinen Ausschnitt gesehen, wir haben uns schon ready gemacht, wir sind 7 aufgestanden und ich fahre mit meinem Freund, meiner Mama. Morning! Die kennt er jetzt schon. Und mein Papa! Mensch, ja in Ruhe. Konzentrieren. Den kennt er noch gar nicht. Wo geht's denn hin? So ist er. Wir fahren jedes Jahr nach Miströd, also wir versuchen jedes Jahr nach Miströd zu fahren, anlässlich unseres Hochzeitstages. Und in diesem Jahr haben wir den 20. Und dann haben wir spontan unsere Kinder gefragt. Also Shazy und den Link. Und wir freuen uns ganz doll. Und das Wetter spielt auch mit. Ja, deswegen, ich würde mal sagen, ich melde mich zwischendurch. So Leute, wir sind jetzt in Polen und es war ein bisschen riskant, denn Mama hat einen abgelaufenen Pass und dann dachten wir so, aber das Hotel ist ja schon gut und wenn wir jetzt angehalten worden wären. Papa sei jetzt auch abgelaufen. Papa ist auch. Gestern, oder? Papa sei ja ganz frisch. Naja, aber es hat geklappt, wir sind jetzt über die Grenze und wir wohnen nicht angehalten. Leute, wir sind angekommen und ich bin gerade richtig begeistert, weil manchmal haben meine Eltern echt ein paar Bruchbuden gemietet. Einmal nur wirklich ein Fail in Polen. Aber ich zeige euch mal das Hotel kurz mal von außen, schon mal aus dem Auto. Das ist es. Das wurde auch, glaube ich, 2018 erst gebaut. Und da hinten ist dann der Strand. Das gefällt mir. Ja. Bitteschön. So. Ja. Das geht dann noch weiter. Aber ihr fährt mehr. Nochmal Lippenbäume drin. Wir müssen die restlichen Sachen aufessen und schmeißen wir die alle weg. Ach ja, guck mal. Wir haben Essen gemacht. Wie viel? Wir sind 2,5 Stunden losgefahren, hier eine ganze Tüte voll. Und hier noch sind noch Weintrauben und dann haben wir extra Käse dabei. Aber einen Parkplatz kriegen wir halt nicht. Ja, müssen wir gerade noch nach dem Parkplatz schauen. Na gut. Später, Leute. Später. Bis später. So Leute, wir sind angekommen und Leute, ich war mit meinen Eltern in Polen noch nie so einem neuen und schönen Hotel. Also erstmal hier ist so die Garderobe und Pipapo. Dann Esstisch, gleiche Tüte wie wir zu Hause haben. Hier ist das Badezimmer. Und kannst du auf den Boden filmen? Guck mal, Marmor. Hier drin auch so. Auch richtig schön, edel. Also wirklich Leute, man kann in Polen richtig guten Urlaub machen. Und zwar wirklich nicht teuer. Wir sind übrigens im Mistreu für alle Leute, die es interessiert. Dann hier ist das Schlafzimmer. Haben wir 2 Balkone? Ne, Balkons. Und guck mal, kannst du in den Spiegel filmen. Ne, ein großer. Ah. Das ist bestimmt gegen das Licht. Sorry, Friends. Guck mal, herunter. Meine Mama kann hier gar nichts drauf. Vorsicht! Richtig schön. Da ist die Ostsee. Und dann hier. Ist gerade zu. Hier kommt man wieder rein. Müssen wir aber da rumgehen. Riecht auch richtig neu noch. Ja, und dann hier. Wohnzimmer. Und hier ist der Balkon der gleiche. Hab meinen neuen Fernseher. Zu Hause, wenn es gegen das Licht ist. Küche. Ja, guck mal, das ist zum Ausfahren. Wow, guck mal, wie dünn. Sehr nice. So Leute, fertig für den Strand. Hier, meine Strandtasche ist auch mit am Start. Die ist von Hunke, nee, doch Hunke war da letztes Jahr gekauft. Und auch alle ready. Wir sehen aus, als hätten wir sonst wie viel Gepäck. Hier. Auch noch Tischgepäck. Doch, und hier meine auch noch. Nee, ist warm genug. Nichts, wollte ich einmal zeigen. Was? Was bist du? Chefsessel. Ja? Ja? Ja. Klar. Ja, wir sind... bringet ihm ein Eis und was, um lecker was zu essen. So. Ja, wir sind jetzt am Strand.
Jetzt wärmen wir uns kurz auf, dann wollen wir gerne noch Jetski fahren. Und, aber wo ist denn hier Jetski eigentlich? Und was essen wir gleich? Also Leute, Corona gibt es hier auf jeden Fall nicht. So, meine Mutti hat jetzt hier noch so eine Shot-Ding. Kulti, bevor wir da schlafen. Jula, also Leute, wir haben jetzt, es ist wie spät? 15 Uhr. Ja, fast ein bisschen unangenehm hier. Und wir haben schon Fischbrötchen gegessen, eine Waffel und jetzt noch ein Bambi. Und hier seht ihr unser Hotel. Und wir sitzen da. Prost! 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 So, wir sind jetzt fertig gemacht. Meine Mutti sieht da, ist da. Und ja, jetzt gehen wir erstmal was Nices essen. Entweder typisch polnisch Pierogi, weil wir waren das letztens in Russisch essen und es ist so lecker. Es ist was ähnliches ja wie das Zeugs in aus der so russischen Nationalität. Das ist und ja, und dann gehen wir noch irgendwo hin und setzen uns da gemütlich hin. That's the plan. Harmonie. Okay. Wo wir uns fertig gemacht haben, saßen die anderen beiden draußen, haben ein Bier getrunken, haben sich auch fertig gemacht. Das ist mehr. Richtig schön. Also ihr wisst ja, dass wir ja immer, hier, wie heißt es, Magneten sammeln. Also wenn wir aus dem Urlaub, vom Urlaub kommen, damit wir so eine Erinnerung haben, haben wir uns auch schon eingeholt. Sieht der aus? Es ist ein bisschen dunkel, Leute. Egal, ihr seht es ja hier mit so Bernstein drin. Und mein Freund hat sich schon... Sind aber echte Leute. Falls jetzt die Fragen hier aufkommen. Ja, und wir gehen jetzt nochmal in den Ort shoppen. Wir haben schon... Ich habe noch ein nice Kleid gesehen und eine nice Sonnenbrille. Und dann will ich bei der besten Freundin noch was mitbringen, weil da habe ich was Schönes gesehen. Warte, Kübel, zieh. Bis später. Jetzt runter, ich soll mal boxen, Leute. Das ist total unangenehm. Ich habe jetzt sechs Drücker. Jeder einmal. Kommt es jetzt runter? Nee, drück mal nochmal. Ja. Jetzt wird es unangenehm. Nee, das ist mir total peinlich. Guck dir aber aus der Hosentasche. Ich will es gar nicht gucken. Ah, aber auch über 300. Nicht so schlecht. Also Erik, seh dich vor. Okay. Oh. Leute, ich hätte einfach zwei mehr gebraucht. Oh. Was hätten wir dann gebraucht? Von Sekunde. Musikbox. So klein, glaube ich. Ja, MP3-Player. So Viola? Und ich breche mir bestimmt die Hand. Mehr als ich, Mama. Ja, gut, da. Ja, was machst du? Keine Ahnung. Oh, Loser. Leute, wir sind jetzt im Restaurant. Wir haben richtig lange gesucht. Aber was ist das für ein Restaurant? Italienisches? Ja. Ja, ne? Papillon. Hier einmal mein Essen. Lachs und mit Mangosoße und guck mal hier die. Zeig mal dein Essen. Mama ist hier heute der Videocameraman. Dorsch mit Salat und genug. Und Knochen. Und paniert in Sonnenblumenkernen. Paniert in Sonnenblumenkernen. Und der Papa dasselbe. Da hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber gut. Leute, wie ihr seht, bin ich schon ready ein bisschen gemacht. Meine Mama will nicht auf die Kamera. Aber was ich euch kurz sagen wollte, meine Mutter hat gerade die Produkte von Nu Skin probiert und sie ist echt... Genau,
Begeistert, aber wirklich begeistert, fässt sich total schön an. Warte mal, ich kann mich noch nicht zeigen jetzt. Es kommt immer total fake rüber, glaube ich, wenn man das so sagt. Aber sie hat auch gerade gesagt, weil sie kennt ja meine Haut, dass ich das habe jetzt, ich glaube, seit 2 Monaten benutze ich das. Und es ist wirklich jetzt schon besser geworden. Also, ihr seht es ja hier. Kann ich dich kurz filmen? Ja, ganz kurz. Warte, mal ganz kurz. Ich habe gerade Nachthemd. Mach nur das Gesicht. Nur das Gesicht. Sie hat auch gerade die Produkte probiert. Oder ist es nachts um 23:30? Nach einem anstrengenden Tag. Das hat das fokussiert so doof. Ja, jetzt, wenn man es öfter benutzt. Jetzt also ich finde es richtig gut. Richtig. Also ich bin, es brennt ein bisschen jetzt, aber es kann auch durch den Sonnenbrand sein. Und weil sich die Haut ja dran gewöhnen muss. Ne? Genau. Also die ersten paar Tage hat es bei mir tatsächlich auch gebrannt. Werde ich aber bestimmt nochmal ein extra Video zu machen. Aber das ist einfach, weil die Haut 6 bis 8 Wochen braucht, um sich an neue Produkte zu gewöhnen. Und dann hatte ich tatsächlich auch ein paar trockene Stellen, die ich vorher nicht hatte. Aber danach wurde alles richtig, richtig gut, einfach weil jede Haut damit anders umgeht, neue Produkte aufzunehmen. Aber es ist richtig nice. Also auch meine Haut davor war auch richtig, richtig trocken. Ich habe sie abends immer mit Fett, Vaseline oder so eingecremt. Es wurde nie besser und jetzt ist meine Haut irgendwie gar nicht mehr trocken. Und Pickel habe ich auch nicht mehr. Nicht wundern, wenn ich jetzt ein bisschen rot bin wegen Sonnenbrand und weil ich gerade die Reinigung benutzt habe, dann ist natürlich alles gut durchblutet und deswegen bin ich so red. Aber Leute, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Morgen ist unser 2. und letzter Tag auch. Deswegen, bis morgen. Guten Morgen, Leute. Wir sind gerade schon am Aufräumen. Und jetzt will ich euch schnell zeigen, was ich euch noch gestern gekauft habe. Beziehungsweise die habe ich von meinem Freund geschenkt bekommen. Das sind so, das ist Polo Assassin. Ja, ne? Steht hier, glaube ich, auch drauf. Heißt das so? Ja. Mit so einem goldenen Rand. Ich habe mir schon ewig keine Schuhe mehr gekauft. Also seit 2 Jahren, glaube ich, nicht. Mit so einem goldenen Rand und auch die Marke hatte ich noch nie und war noch gar nicht so teuer. Also richtig, richtig schön. Die sehen richtig edel aus. Die gab es auch noch in Gold, ich konnte mich nicht entscheiden. Da habe ich eine Sonnenbrille drauf. Die fand ich auch richtig schön. Mit so goldenen Details. Sieht vielleicht jetzt gerade ein bisschen blöd mit dem Topf aus. Und Paula und mich, also meine beste Freundin und so ein Freund, das haben wir auch geholt. Ich bringe jetzt immer aus dem Urlaub nichts mit, aber sie mir schon, aber weil meistens gibt es immer nichts Schönes und irgendwie ein Schnulli will ich auch nicht mitbringen. Das sind so eine Goldarmbänder mit so Blümchen. Richtig süß. Siehst du? Ja. Und mein Freund hat sich für diesen Rennschuh. Hast du schon gedacht? Hat sich auch Schuhe gekauft von New Balance. Aber das ist original, das war jetzt nicht auf dem Markt oder so. Das war also richtig geladen. Ja. Die Schuhe habe ich gestern schon gezeigt. Also, ich muss euch mal kurz zeigen. Wurde ja viel gegessen. So. 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 Hier, ja. Hier nochmal der letzte Ausblick vom Balkon. Weil es ein bisschen bewölkt, aber wird schon. Unser Frühstück essen wir jetzt hier in diesem Restaurant, was ich gestern auch schon gefilmt habe. In dem Carmen-Restaurant heißt es, glaube ich, La Tralatte. Hier wieder ein schwarzer Kaffee, was langweiliges. Und nach einer halben Ewigkeit ist unser Essen angekommen. Meine Mama und ich haben ein israelisches, was habe ich gesagt, israelisches Gericht mit pochierten Eiern, Tomaten, so, also Soße aus Tomaten und Chili, Zwiebeln, Guacamole. Guacamole ist drauf. Genau. Und haben nach Croissants, weil ich Bock auf Croissants hatte. Das sieht auch richtig lecker aus. Aber das Gleiche. Mega. Na gut, das macht gut. Hier ist gerade voll der epische Park. Leute, wie die kleinen Kinder haben wir uns jetzt hier noch ein Slushy geholt. Ja. Zum selber zapfen. Hier machen wir auch ein. Prost!
bevor wir jetzt gehen, will ich euch nochmal schnell unser Hotel zeigen, weil ich habe es euch, glaube ich, gar nicht gezeigt. Hier, guck mal. Unsere Wohnung ist schon wieder vermietet. Ja, ist schon wieder vermietet, unsere Wohnung. Jetzt gehen wir noch schnell so ein Eis essen, das man so einrollt. Und dann gehen wir zum Auto. Yes. Jetzt 4 Stunden später, ist jetzt gleich 20 Uhr, wir haben einfach 4 Stunden knapp gebraucht. Also wir haben auch noch eine Pause gemacht, da haben wir auch noch was gegessen, waren auf Toilette. Wir standen einfach, es war überall Stau, die Umfahrungen und auf der Autobahn. Und ja, aber jetzt haben wir es gleich geschafft, wir sind 5 Minuten da. So, wollt ihr noch was als Abschied sagen? Hat es euch gefallen? Das Video hoffentlich? Nein, es war sehr schöne, schöne 2 Tage, ne? Außer die Rückfahrt war scheiße. Ansonsten war es sehr schön. Herr Ringi? Aber sagt ihr immer nicht? Was? Ja, war sehr schön. Ja. Ich muss mich konzentrieren. Ja, also es waren wirklich zwei kurze, aber sehr schöne Tage. Polen kann man wirklich empfehlen und ist viel besser und billiger als deutsche Ostsee. Also fahrt alle nach Polen, nach Mistreu. Ja, ich hoffe, euch hat dieser Vlog und der erste Familienvlog auf meinem Kanal gefallen. Dann gebt dem Video gerne Daumen nach oben, lasst ein Abo da oder auch gerne einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Sonntag um 18 Uhr hier wieder auf meinem Kanal. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Tschüss!